Mahlzeit, moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hobo Tough Life hier auf dem Kanal Gibison. Ja, es geht weiter, meine lieben Freunde. Bin heute nicht ganz so fit, bin ein bisschen müde, hab die Impfung bekommen, aber nutzen einfach mal die Zeit und spielen eine Runde Hobo, würde ich sagen. Ja, und das ist wieder der Wahnsinn, wie viele Kommentare ihr da gelassen habt. Das ist so viel. Das ist der Hammer, wie ihr da dabei seid. Das freut mich sehr. Da wollte ich auch gleich mal mit anfangen. Wenn ihr da keine Lust drauf habt, verlinke ich euch natürlich den Startpunkt des Gameplays in den Kommentaren. So, der Matthias schreibt, wieder mal eine geile Folge, könnt ihr echt stundenlang zusehen, das freut mich. Vielleicht ist es nicht schlecht, wenn du mal in eine neue Waffe investierst, damit du den Räubern richtig die polieren kannst. Ja, stimmt. Stimmt, da hat er nicht unrecht. Bis jetzt hatten wir nur immer das Pech, dass wir da irgendwie keine bessere Waffe gesehen oder bekommen haben. Aber wir schauen natürlich vorbei, dass wir möglichst schnell eine gute kriegen. Never Give Up schreibt, du kannst auch deine Angriffsstärke in der Kampfschule hinter der Tanke verbessern. Das ist ein guter Tipp, Dankeschön. Und der Tipp mit der Waffe natürlich auch. Dankeschön dafür. Herr Walter schreibt, der reiche Superheld, ja, wo habe ich das jetzt schon mal gehört? Ja, so ziemlich jeder Superheldenfilm gefühlt auf jeden Fall. Schön, dass du dabei bist, mein Lieber. Flammherz ist auch mit dabei und wünscht einen schönen Sonntag. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Gamer Traveling Death auch wieder dabei. Dankeschön, mein Lieber. Freue mich immer, wenn du da bist. Der liebe Andreas schreibt, Gibis Näschen kribbelt und mein Näschen kribbelt bei zu großem Hobo-Entzug. Ja, ich merke das auch schon wieder, du. Geht schon wieder los. Dann Tobi N. Redline schreibt, cooles Let's Play, Hammer gemacht, toller Kanal, ich lasse dir gerne ein Abo da. Like und Gruß. Ja, liebe Grüße zurück, herzlich willkommen, ich freue mich, dass du dabei bist. Dann Z-R-H-L-E-J, keine Ahnung, wie man das jetzt ausspricht, schreibt, was bei mir gut funktioniert, wenn ich zum Battlen Kleidung mit viel Charisma anziehe, wenn du Meister drangsalierst, gibt er dir viel Geld, okay. Brauchst aber eine Waffe, okay. Ja, drangsalieren, da habe ich jetzt so gar keine Erfahrung mit. Und Charisma ist auf jeden Fall eine gute Sache, da müssen wir uns auch nochmal ein Set irgendwie zusammenbasteln für Charisma. Wenn ich dran denke und nicht wieder alles verkaufe. Herzschreiber, überlege gerade, die Klamotten hast du ja schon lange und die nutzen sich ja auch ab. Anstatt neue zu kaufen, kannst du bei der Schneiderin vorbeigehen und die alten mal flicken lassen. Ja, auf jeden Fall, das machen wir auch regelmäßig und die waren auch eigentlich recht gut in Schuss. Nur wurde halt Zeit für ein paar neue, weil die werden den Anforderungen irgendwie nicht mehr gerecht hier. Der Winter wird immer härter. Aber trotzdem danke für den Tipp. Ach ja. Dann Andreas fragt, schreibt, er freut sich auf jeden Fall, dass wir da den Fall gerade am Lösen sind. Monsieur Clouseau, schreibt er. Und er fragt, ob ich auch auf Twitch streame. Muss ich leider verneinen, weil ich habe da nicht viel Ahnung von. Beziehungsweise ist ja eigentlich ganz easy, den Link irgendwie von Twitch bei OBS oder so oder umgekehrt einfügen, genau weiß ich das nicht, ich muss mich da mal schlau machen und vor allen Dingen auch die Zeit dafür haben und ist ja bestimmt auch ätzend, wenn ich dann immer irgendwie zu einem Zeitpunkt streame, wo keiner online ist und keiner Bescheid weiß und da stelle ich mir alles noch ein bisschen schwierig vor, auch mit den ganzen Grafiken und alles. Der Martin schreibt, Kuss auf die Nuss, ich bin auch wieder dabei. Du hättest auf die Sachen für 100, ach, für 1000 sparen können. Die wären gut gegen Kälte. Ja, da haben wir ja vorbeigeschaut und die waren noch gut gegen Kälte. Allerdings hatten die so minimal mehr, dass sich das nicht gelohnt hat. Und die Sachen, die wirklich besser gewesen wären, die wären dann bei 2.000 oder 4.000 Kronen gewesen. Und dann, ja, genau. Wieland Turnline schreibt, es gibt einen Schneesturm, da schließen alle Läden und keine NPCs laufen mehr auf den Straßen herum. Und dann steht da an der Tür geschlossen aufgrund von Unwetter. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wer weiß, vielleicht ist uns das ja auch schon passiert. Ja, danke euch beiden auf jeden Fall für die tollen Kommentare. Slani ist auch dabei, grüß dich mein Lieber.
auch sehr gute Videos. Grüße gehen raus. Mila Monich lacht sich kaputt. Wir brauchen die Fähigkeit bescheißen oder so. Ja, das ist immer gut. Dann Honk schreibt, hi, total sympathischer Let's Player, schau dein Let's Play seit Anfang an und bin total geflasht von deiner coolen Art. Das freut mich wirklich sehr, dankeschön. Hau rein, Kollege, ich schau weiter, Abo hast du safe. Ja, sehr, sehr geil, freut mich immer sehr, herzlich willkommen, mein Lieber. Yvonne schreibt, tolle Folge, in der Gasse hinter der Polizei gibt es so eine Art Baumarkt. Genau, da waren wir auch für die Sachen hier, für die Kirchenquest. Und ja, Red Tox ist auch mit dabei. Und verfolgt das alles total fleißig und wünscht uns allen ein schönes Wochenende. Und liebe Grüße gehen raus. Schön, dass du dabei bist, Red Tox. Ja. Ach ja, dann hatte ich gefragt, was Amnestie bedeutet. Und hat einer geschrieben, das bedeutet Begnadigung, Straferlass. Okay, wieder was gelernt. Dankeschön dafür. Der Enzo hat das geschrieben. Liebe Grüße. Ja, Andreas schreibt, der Hund kann die Moral erhöhen. Genau. Machen wir auch. In sehr unregelmäßigen Abständen. Never Give Up schreibt, warum nimmst du nicht die große Segnung von der Kirche? Da gibt es auch längeres Gottvertrauen. Da gibt es eine große Segnung? Okay. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Da müssen wir mal gucken gleich. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Joe Red MC auch dabei. Liebe Grüße. Und alter Schwede, ihr seid so fleißig dabei. Shalina schreibt noch Kaffee, Energy und Apfel. Holy moly. Du hockst auch nur noch auf dem Topf, wenn du offline gehst. Ja. Täglich grüßt der Bierschiss. Pardon. So, weiter soll's gehen. Tatsächlich ist das jetzt irgendwie 3-4 Wochen her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Ist mein Mikrofon an? Ja, Gott sei Dank. Hätte ich auch mal vorher gucken können. So. Ja, ich habe bei mir die Folge nochmal angeschaut, um irgendwie klarzukommen. Soweit ist es schon. Weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Und ja, wir haben so ein Foto in der Tasche. Ich gehe mal kurz auf weiter. Wir haben ein Foto in der Tasche von so einem Typ. Und da geht es um die Quest mit den Saufbrüdern. Und da hat irgendjemand auch der Kirche goldene Gegenstände geklaut. Und von diesem Typ haben wir ein Foto dabei. Können wir uns nochmal angucken, wenn ich es jetzt finde. Jetzt muss ich mal gerade Kopfhörer ein bisschen lauter machen. So, da ist auch gerade übrigens ein Update am Laufen von Hobo. Vielleicht entdecken wir was Neues. Genau, Foto des Verdächtigen. Das ist hundertprozentig eigentlich der Saufbruder, Oberkommandant, Leutnant, Sergeant, Schnapspfeife. Der steht da am Bahnhof irgendwo rum, da müssen wir mal gucken. Können wir eigentlich mal hinlaufen, ist gar nicht so weit weg. Können wir eigentlich mal hinlaufen. So. Alter Vater, war das immer schon so hell. Boah. Meine Herren, Monitorbräun ist ja super, aber es geht doch schon ein bisschen weit, ne? Grafik, Helligkeit, Brightness. So, machen wir mal auf 50. Ja, das ist schon ein bisschen angenehmer, ne? Mhm. So, einmal plaudern bitte. Und nochmal. Berechnend. Es ist so geil. Es ist so geil mit berechnend einfach. Ich liebe es. Meine ich das nur oder sieht die Grafik ein bisschen anders aus? Spiegeln sich hier jetzt sogar die Umgebung in dieser Scheibe, seht ihr das? Fresh. Das Game hat echt einen Oscar verdient, meiner Meinung nach. So, hier ist mal wieder der Favorite Battle Spot. Und ich höre einfach immer noch nichts. So, jetzt höre ich die Bahnhofsgeräusche. Schwerer Typ. Berechnend. Alter Vater. Alter Vater. So, ach scheiße. Verdammt. Verkaufen geht auch nicht, ja, schade. Obwohl das so gut geklappt hat mit berechnend. Schauen wir mal. 99, 69. Berechnend. Es ist einfach. 99. Sehr gut. Und es fängt an zu schneien. Wir sind bei minus 3 Grad. Tagsüber, meine Lieben, tagsüber. Müsst ihr euch mal vorstellen. Wahnsinn. So, mein
kurz hier die Automaten abklappern. Der sieht auf jeden Fall genauso aus. Ich meine, das ist ja auch... Oha, jetzt ist schon ein bisschen dunkel hier, aber wir haben ja eine Taschenlampe. Das ist ja gar kein Problem. So, wo stand der denn nochmal? Ja. Ja. Ja, safe, das ist der. Wegen dem Essen. Ich habe Nachforschung. Ich habe Informationen bezüglich der Nachforschung. Was gibt's Neues? Was hier passiert ist, passiert überall in der Stadt. Andere Obdachlosengruppierungen haben dasselbe Problem. Eine Gefahr für uns alle, hm? Vielleicht bringt das die Leute zusammen. Ja, und ich habe auch gehört, dass einige falsche Obdachlose unter uns sein sollen. Was zur Hölle? Was soll das bedeuten? Ich habe keine Ahnung, aber es klingt nicht gut. Hm. Lass uns ein bisschen rumtrinken. Danke. Lecker, lecker Smarke hier. So. Um etwas bitten dazulernen wegen dem Essen. Ne, da fehlt uns noch eine Tüte tatsächlich. Eine einzige Tüte fehlt uns da noch. Informationen in Nachforschung, um etwas bitten. Geht nicht. Und wir können ihn auch irgendwie nicht fragen. Aber der sieht doch genauso aus, oder nicht? Ja, okay, der hat halt diese Mark Forster Optik, so wie jeder zweite Deutsche. Aber trotzdem, der kann das doch wohl sein. Ich will was lernen. Ne, wegen dem Essen geht auch nicht. Ja, aber er hier sah auch so aus, ne? Eigentlich sieht er sogar fast noch mehr so aus. Ich habe seit 2 Tagen nichts gegessen. Verdammt. Aber 100% oder nicht? Hm. Ja, okay. Das Ding ist, wenn er jetzt die Mütze abnimmt, oder er, die sehen halt genauso aus, aber sein Bart, der ist auch... schwer zu sagen, ob der jetzt sehr schal ist oder ob sein Bart da weiter hoch geht irgendwie. Ja, okay, die haben beide denselben Barbier. Ist jetzt nicht so leicht zu sagen irgendwie. Das könnte ja jeder hier sein. Verdammt, Leute. Ich weiß nicht, wer das sein soll auf dem Foto. Ja, wir schauen uns mal um. Schneid's hier rein, oder wie? So. Jetzt muss ich doch mal ein bisschen heller machen, tut mir leid. Das geht ja gar nicht, ihr seht ja überhaupt nichts hier. So, machen wir mal auf 70, das sollte wohl passen dann. So, Müllwühler ist wieder am Start. Unsere neue Lieblingsfähigkeit. Ihr habt nichts gesehen. So. Und immer schön weiter gucken. Jenkins. Hi. Trinken, lass uns trinken. Man lebt nur einmal. Ich hätte gerne ein Bier. Sympathisch. So, hier war auch noch was zu looten, glaube ich. Ne? Ich verlaufe mich hier nur jedes Mal. Ah ja, genau, hier war das. So, da liegt ein... Hau ab! Da liegt ein netter Herr, wollte ich gerade sagen. So, hier war auch noch was. Genau, wie nimmt man denn nochmal alles? Auf R, genau. So. So langsam baut sich der Skill wieder auf. Meine Lieben. Er sieht auch so aus, ne? Star! Bazooka! Hi! Verpiss dich! Hi! Hi! Drangsalieren! Ja, unsere Waffe ist noch nicht gut genug. Stimmt, da wollten wir dran arbeiten, ne? Schade, schade. Ich dachte, wir finden jetzt den... Er sieht auch so aus. Und er sieht auch so aus. Aber die sind alle nicht sehr gesprächig hier. Zeki, um etwas bitten. Ja, das brauchen wir, glaube ich, noch nicht versuchen. Etwas lernen. Alkoholiker 3. Wahnsinn, ey. Ist auf jeden Fall noch ausbaufähig, unsere Trinkfestigkeit. Schauen wir hier nochmal kurz rein. Ist eigentlich ganz geil hier drin, um die Nacht irgendwie zu überbrücken. Wir frieren nicht zu sehr. Und können ein bisschen looten. Eine Zigarette. Und noch eine.
Ja. Oh, eine Schachtelzigaretten, alter Schwede. Da freuen sich ja die Verbrecher wieder. Oha, Pfefferminzlikör. Lecker. Boah, was ist das denn für eine Treppe, alter Schwede? So. Gut, ja. Das wird wohl nix. Die Nacht bricht gerade herein. Und ich bin jetzt gerade mal am überlegen. Wir könnten auch noch mal bei Anatoli vorbei. Und da im Umkreis mal die ganzen Tonnen abklappern. Hallo? Aber 100%, das muss der sein. Ne, wir haben ja keine Möglichkeit, den irgendwie... Oha, wir können Alkoholiker lernen. Für 300 Kronen. Erhöht dein Charisma, wenn du betrunken bist. Und 10 Punkte, ja. Super. Spitzenmäßig. Ast rein. So, kurz aufwärmen. Wo ist denn unser... Ach, da ist er ja. So, wir müssten mal was essen. Und dann gehen wir mal kurz zum Locus. Wir essen hier mal den Lunch. So, Moral ist gut, Schlaf. Wunderbar eigentlich. Kiste Zitronen haben wir immer noch dabei. Feiere ich immer noch. Nach wie vor. Beste Leben. Wir halten uns satt und sauber. Ne? Dick und durstig, satt und sauber. Das schreiben wir uns auf die Fahne. So, mein Kleiner, interagieren. Wir kuscheln einmal, damit wir auch sicher dann bis zur Toilette laufen können, ohne zu erfrieren, wo wir richtig dicke Panzer rumlaufen. Naja, das sparen wir uns jetzt mal. Geld, wir brauchen Geld. Wo ist mein Mauszeiger? Da ist er wieder. So, 61. 31, 25, trotzdem gegönnt, plus eine Zigarette auf seinen Nacken. Super. Berechnet. Ach, ganz knapp, okay. Jo, das habe ich mir fast gedacht. Die Nacht bricht herein. Eigentlich der beste Zeitpunkt, um schlafen zu gehen. Claudian. Ach, okay. Da habe ich mir jetzt mehr von erhofft. Ich frage mich, wie viel diese Stunden da an der Kampfschule kosten. Das ist interessant, da können wir auch mal gucken gehen. 65. Rechnen. Dankeschön. So 200 Kronen kostet das bestimmt. Uns ist auch noch relativ warm. Haben wir Pfandflaschen dabei? Ja, 4 Stück. So. Weiter gucken. Die Kampfschule müsste ja eigentlich da hinten irgendwo sein, dann dahinter, ne? Jo. Zieh Leine. Ich will doch nur mit dir über die Weinprobe reden, Mann. Unhöflich. Ne, das ist nix. Ne, mein Dauerticket hier, du. Ich sage dir. So weit kommt's so. Noch. Ach. Das ist auch immer so knapp. So überhaupt nicht, ne? Ja klar, ja, jetzt funktioniert dann natürlich, ist klar, ne? So, aber egal, wir leveln ein bisschen auf, macht ja nichts. Und ich möchte jetzt endlich mal hier Anatolis Zeug finden in der Mülltonne, das vergessen wir jede Folge. So, wir wollten jetzt zum Klo. Holen wir uns nochmal die super Buffs hier ab, ne? Kriegt man ja immer so viele. Öffentliche Toilette ist auch einfach Luxus. Ich habe nur noch 10 Kronen bei mir. Könnten Sie nicht ein Auge zudrücken? Oder ich werde mir ehrlich in die... Nice. Ja. Na schön, dann gehen Sie halt für 10 Kronen. Ich will Ihre... nicht im Gang haben. Ich danke Ihnen vielmals, bitte sehr. Und trotzdem die ganzen Buffs. Alte Schwede. Fertig, gute Frau. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Nice. Also berechnet das... Alter Schwede, ich bin ein richtiger Fanboy davon. So, hier ist irgendwo die Kampfschule. Kampfschule, Kampfschule. Wo ist die denn? Alter Schwede.
Alter, lass mich doch mal bitte vorbei. So, das sieht aus wie eine Kampfschule. Auf jeden Fall zeigen die ganzen Pfeile da drauf. Aber ach, die hat doch bestimmt sowieso zu, Mensch. Wenn wir jetzt dahin wollen, die hat doch sowieso zu. Abgeschlossen. Oh, nice. Ein Schneehaufen, in dem wir wühlen können. Ein hochwertiger Pulli. Sehr gut. Sehr gut. Was ist denn hier? Waren wir hier schon mal? Ach, okay. Oberhalb der Grube. Interessant. Verschlossen. Nee. Ja, es ist zu kalt. Drehen wir mal ganz kurz. Ach nein, wir drehen jetzt nicht eine Runde durch die Grube. Wir wollten den Müll durchsuchen nach Anatolis Zeug. Ich wollte es schon wieder vergessen. So, wir frieren auch natürlich wieder. So, wir können alles mitnehmen. Wir sind so gut im Müll tauchen. Allerhand, meine Lieben. Allerhand. Ma. Ma, sagt er. Ma. Ma. Minus 6 Grad. War schon mal schlimmer, oder? Nee. War schon mal schlimmer. So, kurz Feuerchen. Dann gucken wir mal. Ach, eigentlich wollte ich das ja nicht mehr nehmen. Ich wollte Bretter nehmen. Haben wir gesagt, ne? Ja, uns gehen so langsam die Sachen zum Verfeuern aus. Was natürlich immer doof ist. So, ich schaue noch mal kurz nach der Quest. Große Verantwortung. Ach, verdammt. Und Beweise finden hier für Tony, um den zu überführen, ne? Um ihn zur Rede zu stellen. Da ist hier auch noch ein Kreuzchen, da sollen wir irgendwo Beweise finden. Wahrscheinlich dann in dem Haus oder in irgendwelchen Mülltonnen, könnte ich mir vorstellen. Viermal der Material für Tony. Hätten wir die auch fertig. Herr Masek, befragen. Wir sollen Leute befragen. Das ist doch safe, der Hobo Master. Ah, wir haben so viele Quests. Speicherkarte, genau. Anatolis Speicherkarte müssen wir suchen. Die der ja irgendwo hier verloren hat, der Depp. Die haben wir letztes Mal schon durchsucht hier. Ach, jetzt kommt wieder die alte Dietrich-Schleuder. Oha. Oha. Mother Maria. Hier ist die Speicherkarte. Richtig nice. Kondome auch noch. Wird ja immer besser als heute Weihnachten. Tüte mit Lebensmitteln. Die hätten wir gerade gebrauchen können. Der Stuff ist eigentlich mega nice. Komm, wir holen mir alles raus hier. Eine Fahrkarte, sehr nice. Nehme ich alles gerne mit. Au. Ich war gerade ein bisschen unkonzentriert. Noch eine Schachtel Zigaretten, alte Schwede. Wir sind schon ein richtiger Luxusobdachloser, ne? Schuhe, den guten Mantel, die warme Mütze. Hose hatten wir immer nur noch die, ne? Aber die war ja ganz okay eigentlich. Oder ich vertue mich jetzt. Fatal. Kann natürlich auch sein. So. Klebeband. Das brennt aber nicht so gut. Minus 9, alte Schwede. Jetzt Zeit, dass der Tag anbricht. Wird auf jeden Fall kalt hier. Uns geht es aber gut. Bisschen die Moral oben halten. Gottvertrauen kriegen wir auch noch oben drauf. Zitrönchen. Die Zitronen, ich sage euch, das ist komplett overpowered. Ihr kriegt einfach keinen Hunger dabei, ihr könnt die Krankheit runterhalten. Und die sind einfach, kosten glaube ich 10 Kronen oder so. Mega nice auf jeden Fall. Ach, wir haben immer noch die Wasserpumpenzange. Die behalten wir auch mal, falls ihm der Kessel nochmal kaputt geht. Ich hab da irgendwie so ein blödes Gefühl. Was ist das denn da für ein Zigarettenzeichen? Sind wir jetzt wieder abhängig? Das wäre aber blöd. Zeigen Sie mal, was Sie so zu verkaufen haben. Haben
gucke ich mir das überhaupt an? Wollen wir nicht die Karte abgeben? Ist aber interessant gerade. Teddybär-Büste. Bizarre. 300. Was ist das? Bizarre, 300. Warum sind die bizarren Sachen so teuer? Eine Fertigungskomponente, Spielautomat. Ha. Spielautomat? Bestimmt für die Spielecke, ne? Nee. Nee. Egal, gucken wir später mal. Wir müssen jetzt die Speicherkarte abgeben. Sonst frieren uns wieder die Knickknacks ein. Zeig mal. Ach nein. Handel anbieten. Ich will was lernen. Auch nicht. Okay. Ich muss noch mal kurz das Questlog angucken. Ach ja, kann sein, dass wir damit irgendwie zur Polizei oder so müssen, ne? Das kann natürlich sein. Tüte mit Lebensmitteln haben wir fertig. Ah, hier, maskierter Beschützer, da haben wir auch noch eine Quest. Polizei befragen, Junkies befragen, nach dem maskierten Beschützer müssen wir auch noch mal dran arbeiten. Success! Steht doch noch auf Englisch da, Mann, Mann. Glückwunsch, du hast die Speicherkarte gefunden. Die muss sicherlich vom Telefon von Frick sein. Nun musst du nur noch hoffen, dass es noch funktioniert und dass die Fotos noch auf der Karte drauf sind. Bringe die Karte zu Susek. Susek. Das war doch der Reporter, ne? Der am Ende des Bahnhofs, ne? Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ja klar, das war doch die Quest mit den Saufbrüdern, die erstochen wurden. Genau, ich erinnere mich. Okay, da gehen wir hin. Kein Problem. Meine Herren, wie oft bin ich denn an dieser dämlichen Tonne vorbeigelaufen? Die haben wir nicht aufgemacht. Wir haben nur die beiden aufgemacht immer. So, mein kleiner Freund. Einmal bellen, einmal wärmen. Vielen Dank. Und weiter geht's. Ich hätte eigentlich mit dem Bus fahren sollen. Mist. Minus 14 Grad. Nicht mal normal. Hoffentlich hat das Lokal auf, wo der Herr Susek drin ist. Jetzt haben wir ein Problem, weil ich kenne mich da nicht so gut aus in der Gegend. Ich sag's, wie es ist. Plaudern. Ja, leider nicht. Leider nicht. So. Ach nee, das wäre auf der anderen Seite. Ne? Oh, hi. Bleib cool. Bleib geschmeidig. Das war nämlich irgendwo. Bin ich schon dran vorbei? Nee, das war hier irgendwo, oder? War es da? Nee, da war das irgendwo, ne? Ist auch ein bisschen verwirrend alles. So, wir gönnen uns mal einen Muntermacher. Wir haben ja genug davon. Snackbar. Herr Susek. Casey? Ich habe die Speicherkarte aus Fricks Handy. Perfekt. Hoffentlich ist das Foto drauf. Geben Sie mir die Karte. Ich stecke sie in meinen Laptop. Hier. Danke. Oh, 200 Geld. Nice. Danke. Einen Moment, bitte. Ach ja, da ist was. Bingo. Das Foto hat keine gute Qualität, aber das Nummernschild ist lesbar. Gute Arbeit. Hier etwas für deine Mühe. Danke. Ja, wie? Keine Folgequest? Keine 5-Folge-Quest mit 5-Folge-Quest und einer Folge-Quest? Was ist denn hier los? Hallo? Danke, ciao. Ja, ich wüsste jetzt aber gerne, wie es weitergeht, mein Lieber. Alter. Was stand da? Bad zum Glühen. Schön. Was haben die denn hier Schönes? Oh ja. Haben wir aber genug von. Brauchen wir nicht. Ja, wie?
Ja, wie, ja, was? Ich dachte, jetzt geht das hier imposant weiter. Mit der Questline. Okay, danke, ciao. Hier ist so 200 Zennies. Bis zum nächsten Mal. Hab ich gerade den größten Mordfall der Geschichte aufgeklärt? Bring ihm das Beweismaterial des Jahrhunderts. Und er, okay, danke, ciao. Alter Schwede. Könnte ich mich drüber aufregen. Naja. Ich bin mir sicher, die Questlines werden dann auch zusammenlaufen irgendwie. So, wir haben ja gerade eine Tüte mit Lebensmitteln ergattert. Die möchte ich hier mal eben abgeben. Das war ja hier, wenn ich mich recht erinnere. Ja, recht erinnere, ja moin. Vor 10 Minuten oder so war das gefühlt. Ach ja. Für alle, die Angst haben vor der Impfung und so. Lasst euch gesagt sein, das ist halb so wild, da merkt ihr eigentlich gar nichts von. Weil ich war auch so drauf, ich war total nervös, aber bin ein bisschen müde, aber sonst geht's mir sehr gut. So, hier war das, glaube ich, wo wir die abgeben können, ne? Wegen dem Essen, ja, hier bitteschön. Oh, wir haben sogar zwei gefunden, nice. Das sollte reichen. Super, du hast mir wirklich sehr geholfen, ja, kein Ding. Ja, fünf Vertrauen, prima. Ah, nimm dir etwas aus unserem Lager, was du brauchst. Oha, jetzt müssen wir aufpassen. Außergewöhnlicher Stoff. Rum. Toilettensitz. Nee, der ist schlecht. Rum finden wir so oder so. Stoff ist nicht interessant für mich. Alter Stoff auch nicht. Wir nehmen nützlicher Müll. Er gehört dir. Danke. Am Bahnhof scheinen sich eine Menge Polizisten herumzutreiben. Hast du keine Angst, dass sie euch hier finden? Doch, doch, habe ich, aber das hier ist das reinste Irrenhaus. Wir sind zu viele Leute und es ist schwer, sie alle unter Kontrolle zu halten. Die Leute beschweren sich über uns. Deshalb gibt es ja da draußen so viele Polizeistreifen. Scheiße, was kann man denn dagegen machen? Keine Ahnung. Wir müssen unseren Ruf irgendwie verbessern. Wegen den ganzen Polizisten können wir nicht mal auf der Straße betteln. Ich werde mir mal Gedanken drüber machen. Viel Glück und mach es bloß nicht noch schlimmer. Ach, ich doch nicht. Ich mache jedes Mal alles schlimmer, aber egal. Du siehst beschäftigt aus. Ja, was du nicht sagst, ich frage mich bloß warum. Vielleicht, weil Jenkins entschieden hat, seine Arbeit nicht zu erledigen und stattdessen den ganzen Tag nur zu faulenzen? Warum ist er zu faul? Er trinkt einfach zu viel. Mensch, ey, stell euch so blöde Fragen. Und das ist nicht gut? Nicht, wenn es um Säcki geht. Überraschenderweise ist nicht jeder hier andauernd total betrunken. Ziemlich oft, aber nicht andauernd. Da kannst du mir jetzt nicht unterstellen. Manche von uns sind die meiste Zeit sogar ziemlich nüchtern. Oha, hört, hört. Aber Jenkins hat in der letzten Woche so viel getrunken, dass er sich nicht mal an seinen eigenen Namen erinnern kann. Klingt nicht so gut. Ist Jenkins echt so fertig? Yep. Und ich glaube auch nicht, dass er jemals wieder normal sein wird. Solltest du ihn aber wieder erwarten, wieder... Was? Voldemort, wo ist meine Brille? Was steht da? Solltest du ihn aber wieder erwarten, wieder zur Vernunft bringen können, wärst du ein Held für mich. Okay, wahrscheinlich haben die da irgendwie ein Komma vergessen oder so und wieder hier mit IE und so, aber... Ja, ich weiß schon, was er meint, kein Problem. Ja, ja, mach ich. Was sollen wir jetzt machen? Ach Gottchen. Und wieder zwei Quests mehr. Ja, meine Lieben, das war ja wieder total unterhaltsam, hoffe ich doch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich auf jeden Fall. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt, wie es hier weitergeht. Und ja, lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Habt keinen Stress, macht euch einen schönen Tag. Und abonniert mich gerne und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sag, bis dann, ciao.